Guten Morgen, ihr Lieben, willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Ich dachte mir, ich fahre mal den Briten. Ich meine, das Spiel spielt in England und ich bin sehr wenig Briten bisher gefahren. Und zwar den Aston Martin DB11. War wohl sich nicht gewünscht tatsächlich, aber ich hatte einfach Bock drauf. Und jetzt bin ich auch mal am Überlegen, ob mich vielleicht jemand am TS anschreibt. Nee, ob vielleicht jemand ein sogenanntes Design gemacht hat. Nein, leider nicht. Ansonsten, das hier so ein bisschen AMR Pro, glaube ich. Nee, die gefallen mir jetzt nicht so ganz wirklich. Ich finde das Orange tatsächlich geil. Ich guck aber mal eben durch. Der ist so ein bisschen vom 570. So ein bisschen orange. So McLaren orange. Oh, das ist halt wieder. Oh. Hatte ich aber erst, deswegen nehme ich die nicht. Alter, wie viele Farben gibt. Nennen Sie uns eine Farbe. Wir machen sie drauf. Okay, nee, ich glaube, ich werde tatsächlich langweilig orange fahren. Ford sagte damals, sie können ihr Model T in jeder Farbe haben, solange sie schwarz ist. Aston Martin sagt, sie können die DB11 in jeder Farbe haben. Die haben sie ein bisschen weitergetrieben mit der Zeit. Alter Schwede, das ist ja echt alles. So, ja, der DB11, ich würde persönlich nicht sagen, der Nachfolger vom DB10, sondern eher vom DB9, weil der DB10 ist in meinen Augen kein Produktionsfahrzeug, beziehungsweise nicht nur in meinen Augen, das war er ja nicht. Ich guck mal hier durch. Ja, ich würde mal sagen, den Wespen da drüben hole ich mir. Ins Spiel gekommen, beziehungsweise ins Franchise gekommen, in Forza Horizon 3 per DLC. Wie viel Geld kann ich denn da oben raus mit 200.000 Credits? Naja, warum nicht? War ich vielleicht irgendwann. Und in Horizon 3 war es eben so, dass der Wagen von den Reifen her sehr underpowered war, weil man Straßenreifen draufziehen konnte. Also er hatte schlechte Reifen als Straßenreifen. Ist jetzt hier nicht der Fall tatsächlich. Finde ich sehr interessant, weil vom NI her ist er ähnlich wie in Horizon 3. Deswegen dachte ich, wir werden auch wieder nur quasi Billo-Reifen drauf haben. Ist aber nicht der Fall. Wir haben Sportreifen. Interessant auf jeden Fall. Ich würde aber sagen, ich fahre den Wagen erstmal Stock. Oh, das kann man machen tatsächlich. Das wäre vielleicht ein bisschen zu weit, aber so die erste oder die zweite Stufe kann man tatsächlich machen. Ja, nee, ich werde einfach mal eine Runde Stock mit dem Wagen fahren und ihn danach einfach aufbauen. Ich habe mir ja einen Wespen gekauft. So, bin ich mal gespannt. Vielleicht kriege ich ja die 300.000 wieder rein. Ich glaube eher nicht. So viel kann man, glaube ich, aus einem normalen Wespen gar nicht rausziehen. Aber 30.000 nimmt man auch gerne. Und ja, was fahren wir denn so Schönes? Ich bin in der Stadt schon länger kein Rundkursrennen mehr gefahren, bin ich mir ziemlich sicher. Wir können aber auch hier einfach mal aus der Stadt rausfahren. In 200 Metern links abbiegen. Ich werde auch in Zukunft bei anderen Häusern die Folgen anfangen. Beziehungsweise ich versuche dran zu denken. Links abbiegen. Oh, der hat aber schon gut Leistung. Wir haben ja hier einen V12, glaube ich. Und das ist jetzt aber doof gelaufen. Warte mal. Komme ich hier irgendwie auf legalem Wege wieder raus? Hallo, ach da hinten. Ist ja auch interessant. Das ist an sich eine geile Gegend sogar. So ein kleiner Bahnhof, Alter. Was ist hier denn nicht in Ordnung? 3 kW an die. So, dann fahren wir den Glendale Supersprint. Was ist denn ein Supersprint, bitte? Super GT. Och nö, die hatte ich erst. Wo ist jetzt da der Unterschied, bitte? Weißt du, bitte British Racing Green. Sind das aber britische Rennwagen? Ich habe keine Ahnung. Und Royal Britannia dann halt alle britischen Fahrzeuge. Der XKRS, den werde ich auch noch fahren, da habe ich Bock drauf. War eine kleine Zicke in Horizon 2.
Horizon 3 war ja gar nicht vorhanden. Och, das lasse ich einfach mal so. Und dann sind wir mal gespannt, wie sich der Aston denn schlägt gegen die anderen Fahrzeuge. Wie gesagt, in Horizon 3 war er nicht so der Knaller. Man konnte ihn auf S1 zwar akzeptabel aufbauen, er war aber nicht wirklich konkurrenzfähig online. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dadurch, dass wir hier schon Sportreifen haben und die Rennreifen ganz locker draufziehen können, dass das hier ein bisschen anders aussieht. Könnte sein. Ich weiß es natürlich nicht. Weil selbst gefahren bin ich den Wagen noch nicht, aber... Ja, Dinge geschehen. Okay, der schiebt ein wenig. Hey, 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 Kollege. Boah, nee, das ist so, das ist eine Hasskurve, eine absolute Hasskurve. So links, rechts und man weiß nie wirklich, welche Linie man zu fahren hat. Aber da vorne geht es ein Stück über die Autobahn. Oh, deshalb bin ich erst gefahren, glaube ich. Scheiße. Das tut mir leid. Und sowas will ich halt vermeiden in Zukunft. Klar, der Route Creator wird da sehr viel helfen. Aber ja, das will ich eben vermeiden, indem ich dann eben auch auf anderen Strecken oder in anderen, bei anderen Häusern anfangen. Ich komme nicht an den scheiß Bentayga ran. Das ist doch nicht wahr, oder? Das ist ein Scherz. So, jetzt hier in der Kurve vorbei. Also, Kurve in Anführungszeichen. Wir sehen einen Corsa in Front. Natürlich. Muss ja sein. Oh, den habe ich mal ein bisschen von der Linie runtergeschoben. Kleinen Schubser gegeben, fliegt er bis nach Surfers Paradise. Jetzt hier vielleicht am Jaguar vorbei. Ja, nee, der hat Power. Aber ich habe die Innenlinie. Und außerdem bessere Kurvenlage, trotz nasser Strecke. Sehr schön. Und das dürfte dann aber auch der Sieg sein. Die Farbe passt ja auch ein bisschen zum Herbst. Warte mal, die Folge erscheint Mittwoch? Oder? Ja doch. Was heißt, morgen ist ja dann Winter. Und da bin ich wirklich gespannt. Ihr werdet morgen wahrscheinlich nicht direkt eine Winterfolge sehen, sondern erst am Freitag. Aber dahingehend bin ich wirklich gespannt, wie der Winter denn aussehen wird. Ich meine, wir hatten ja schon einmal ganz, ganz kurz Winter im Prolog. Aber halt jetzt nicht wirklich nennenswert, würde ich sagen. So, was wir aber haben, ist kein Haus in der Nähe. Das ist doch schön. Okay, dann fahren wir da hoch. Ich habe einen Respawn. Woher habe ich denn den jetzt? Keine Ahnung. Graue Jogginghose. Oh, der goldene Cowboy-Hut wäre geil gewesen. Das wäre eine richtig schöne Ergänzung. Ungünstige Netzwerkbedingungen. Das Spielerlebnis könnte beeinträchtigt sein. Ich glaube nicht. Ich habe ja gestern mich so ein bisschen über die Forza-Server echauffiert. Die Folge ist noch nicht erschienen für euch tatsächlich. Aber ja. Wobei, nee, gar nicht wahr. Die Folge könnte auch am Donnerstag erscheinen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Donnerstag um 16.30 Uhr wird die Jahreszeit geändert. Auf Winter. Sagen wir mal so. Nee, aber wie gesagt, ich habe mich ja mit dem Vorsitzender gestern so ein bisschen echauffiert. Könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr wollt. Ich muss sagen, die kleine Blühe mag ich nicht wirklich, der ausfährt. Es ist halt so, wir wollen ein bisschen Aero haben, aber... Wir wollen nicht wirklich, dass es schön aussieht. Es ist so ein bisschen wie beim Carrera GT in meinen Augen.
Das sieht auch nicht schön aus, wenn der Flügel hochgeht. So geil der Wagen ist, aber die aktive Aero, also in Anführungszeichen aktive Aero, sieht einfach nicht geil aus. Sieht absolut nicht schön aus. So, Fairlawn Manor, da sind wir, da sehe ich mich. Und ja, jetzt bin ich aber mal gespannt, was wir denn so machen. Ich würde Rennreifen spontan einfach mal draufziehen. Mache ich die Breite? Ja, komm, 3,25er sowie 2,95er. Dann die Reifen vorne raus und hinten. Ich weiß nicht, die dritte wäre fast ein bisschen zu übertrieben. Da mache ich lieber die zweite. Die Felgen lasse ich, weil ich die tatsächlich sehr schön finde. So, Getriebe, Antriebswelle. Bitte was? Wie tief kannst du gehen? Okay, das halte ich für einen Bug tatsächlich, weil das Einzige, was das Rennfahrwerk ändert, ist die, ist der Sturz. So, 1,8 Tonnen ist mir persönlich ein bisschen zu viel. Oh, da ändert sich die Fahrwerkshöhe, oder? Nee, das war Placebo bei Einbildung. Ja, ich würde sagen, wir erhöhen mal das, den Drehzahlbereich. Ja, die Turbos gehen leider nicht. Oder gehen die Turbos vielleicht doch? Ha, die Turbos gehen doch. Sehr schön. Das ist so ein kleiner Trick. Immer das Ölzeug einbauen. Für den relativ simplen Fall, dass ihr einen zu weit oben seid, kann es sehr, sehr gerne passieren, dass ihr dadurch eben wieder einen zur Verfügung habt. Dadurch konnte man jetzt die Turbos einbauen. Könnte hilfreich sein, könnte aber auch in die Hose gehen. Ich bin mir da selber noch nicht so sicher. Ja, die Stabis mal eben ändern. Fahrwerk. Oh, das ist schon sehr, sehr hart eingestellt sogar. Mache ich noch ein bisschen härter. Dann aber nicht komplett tief, weil der Wagen muss ja auch federn können. Wenn ein Auto nicht federn kann, dann bringt dir die besten Fahrwerkseinstellungen nichts. Ja, dann springt der Wagen und dann. Übrigens. Die Bremskraft. Wenn ich nach links stelle, geht die nach hinten und wenn ich die nach rechts stelle, geht die nach vorn. Das ist ein paar Leuten vom TS hier aufgefallen. Ich persönlich habe es nicht gemerkt, muss ich sagen. Aber ich werde jetzt die Bremskraft nach vorne stellen, obwohl das nicht mein Stil ist. Überhaupt nicht. Gut, 3,3 von 0 auf 100 ist okay. Damit komme ich klar. Jetzt nicht das schnellste, aber auch nicht das langsamste. Was ich aber nachschauen wollte, ob ich im Forza Vista Modus vielleicht sehen kann, welchen Motor der Wagen hat. Fände ich persönlich interessant. Weil ich weiß nicht, vom Hubraum her wäre es ein kleiner V12. Ich kann die Haube gar nicht öffnen, oder wie? Wenn ich die Turbos geupgradet habe. Ich habe doch. Ich habe doch. Na gut, dann halt nicht. Weißt du was, ich guck das mal eben nach, bevor ich mich jetzt hier wieder komplett blamier. Es dürfte... Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es könnte alles sein. DB11. Technische Daten. DB11 Coupé. Okay, gibt's mit V8 und V12. Wir haben den V12 im Spiel. Also wird es wohl der V12 sein. So, wir fahren Rennen. Und zwar fahren wir... Ich weiß es ja blöderweise nicht, welche ich letztens gefahren bin. Wir fahren das hier. Warum nicht? Komm ins Dorf runter und im Dorf war ich ja, glaube ich, sowieso sehr, sehr selten bisher. In
Metern links abbiegen. Also Ambleside meine ich halt. Gibt ja noch ein paar andere Dörfer wie Broadway beispielsweise. Links abbiegen. Aber Broadway war ich ja letztes Mal erst. Okay, geht jetzt auf jeden Fall gut voran. Wir dürften so ungefähr nach Anubis und Efezwerg 800, ja, 870 PS haben. Und halt, ich glaube, 900 Newtonmeter Drehmoment haben wir ungefähr. So, vorbei am Drift Club, den ich auch offscreen auf 30 Sterne eben erspielt habe. Ich habe jetzt alle Horizon Stories auf 30 Sterne und es werden ja Horizon Stories noch nachgepatcht. Eine wurde ja schon angekündigt. Die eine Horizon Story wird mit dem nächsten Update kommen. Diese nennt sich British Racing Green, soweit ich weiß. Und was man da macht, habe ich keine Ahnung. Das habe ich mir nicht durchgelesen. Weil ich mich dahingehend einfach nicht spoilern lassen wollte. Aber ja, beispielsweise ein Taxiunternehmen kommt ja auch noch. So, ich habe im Übrigen echt das Gefühl, dass alle Autos standardmäßig so eine leichte Stufe vom ABS aktiviert haben. Oder ich bin einfach göttlich, was Bremsen angeht. Aber so eine Spur ist halt eine typische ABS-Bremsspur. Und ich weiß aber, ich habe es nicht aktiviert. Und es leuchtet auch unten rechts nicht auf. Deswegen, ja... muss man mal Nachforschungen betreiben. So, oh, da steht schon wieder ein Range Rover. Geil. So, ein Bowler fährt auch mit. Jawohl. War vielleicht ein McLaren dabei. Oder ein Quatsch, nicht ein Aston Martin. Hier, Maserati. Ach, Quatsch. Maserati. Ja. Der britische Maserati. Wer kennt ihn nicht? Vorsortier abgeschlossen. So, Entschuldigung, da ist mir gerade was fast runtergefallen. Auf irgendwas wollte ich zu sprechen kommen. Auf irgendwas wollte ich zu sprechen kommen. Ich weiß es gerade nicht mehr tatsächlich. Aber ja, auf jeden Fall kommen wir hier sehr gut durch bisher. Und das war's. Geil. Ah ja, zum Thema Fahrzeugwünsche. Ich versuche auf viele Fahrzeugwünsche einzugehen. Da sollten aber natürlich auch Wünsche sein, bei denen ich sage, okay, die machen Sinn. Für Sachen, die keinen Sinn machen, habe ich auch noch wieder Schandtaten. Aber ja, ich sage mal, es gibt halt Fahrzeuge, die man sich ja nicht kaufen kann im Spiel. So ein BMW M346 beispielsweise oder einen Challenger Demon, die bekommst du einmal, wenn du was Bestimmtes erreichst. Und dann, dann kriegst du die halt nicht mehr oder nur verdammt selten über Wheelspins. Und deswegen ist es mir nicht möglich, auf alle Fahrzeugwünsche einzugehen, weil ich halt nicht alle Fahrzeuge habe. Ich versuche natürlich viele Fahrzeuge aus dem Auktionshaus zu erwerben, aber aus irgendwelchen Gründen. So ein Wink mit dem... nee, das ist kein Wink mit dem Zaunpfahl, das ist ein Wink mit der ganzen Mauer. Aus irgendwelchen Gründen ist in letzter Zeit der Wert bei Fahrzeugen, okay, ich habe gewonnen, der Wert bei Fahrzeugen im Auktionshaus ins Unermessliche gestiegen. Ein kleiner Tipp, guck mal bei mir auf Twitter nach. Guck mal nach, was ich da geschrieben habe. Ich muss das jetzt hier nicht wiederholen. Werde ich auch nicht, denn ich möchte diesem Thema keine weitere Beachtung schenken.
Aber schaut euch einfach mal an, was ich so geschrieben habe. Gut, wir fahren noch ein Rennen, oder? Wir fahren. Fahren wir noch einen Sprint? Oder was war? Wo? Ach nö, wir fahren Straßenrennen. Komm, direkt hinter uns. Kann man ja ein bisschen mal bei Nacht auch noch genießen, den Wagen. So, die Armaturen ist nicht mehr das klassische Aston Martin. Im Normalfall, oder bei den älteren Aston Martins, älter in Anführungszeichen, geht das Ganze ja in die andere Richtung, der Drehzahlmesser. Der geht ja dann von rechts nach links hoch. Also quasi gegen den Uhrzeigersinn. Bisschen schade, dass es beim DB11 nicht mehr habe, zumindest bei der Version, die wir im Spiel haben. Ich weiß nicht, ob es diese Konfiguration gibt in Großbritannien vielleicht. Aber ja, hier im Spiel zumindest leider nicht. Sehr schade. Kann man aber nichts ändern. Gut, die NSX hat Allrad, die hat beim Start natürlich ein paar Vorteile. Ich werde auch ab jetzt, by the way, meine Forza-Ton-Punkte sparen, bis... Ja, natürlich. Ach, natürlich. Ich werde meine Forza-Ton-Punkte sparen bis Donnerstag, um mir dann eben Fahrzeuge zu kaufen, beziehungsweise halt das neue Fahrzeug, was reinkommt. Es wird ja entweder die Chevy Colorado ZR2 sein oder aber der die Honda Civic Type R von 2018. Oder vielleicht auch was ganz anderes. Kann ja sein, dass sie irgendwie keine Forza Edition reinpacken, sondern zusätzlich noch ein Auto, was man sonst nicht bekommen könnte. Ein E46 beispielsweise. Ich suche. Und ja, ich weiß, wie man den E46 bekommt. Allerdings habe ich den verkauft. Den E46. Und da möchte man jetzt vielleicht sagen, ja, selber blöd. Das Ganze war für mich allerdings ein sehr lukratives Geschäft, denn das war mehr oder weniger ein Tausch E46 von meiner Seite gegen einen Dodge Demon. Das fand ich persönlich jetzt okay. Blöd ist nur, dass mir seitdem wirklich das Herz wehtut, weil man den Wagen im Auktionshaus echt nicht mehr bekommt. Und wenn doch, dann für Summen, die halt echt nicht mehr schön sind. Ja, aber enge Kurven, mag der Wagen. Also rausbeschleunigen ist so eine Sache. Gut, die ZL1 geht natürlich ein bisschen besser um die Kurven. Die ist ja immer noch die OP-Waffe auf S1, muss man sagen. Aber ja, rausbeschleunigen, wie gesagt, muss man kontrollieren. Sonst kommt er sehr, sehr schnell mit dem Arsch. Das macht der V12 halt einfach. Außerdem ist die Strecke immer noch nass. Ist halt Herbst leider. Kann ich nichts dran ändern. Tut mir leid. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der im Sommer... oder beziehungsweise generell bei trockener Strecke ein sehr, sehr guter Wagen sein wird. Kann ich leider erst wieder in 2 Wochen austesten. Cool ist jetzt. Bisschen blöd, ne? Aber gut, was soll ich machen? Aber... ja, damit haben wir auch ein weiteres Rennen gewonnen. Ich werde das Setup auch an der Stelle jetzt natürlich in der Folge hochladen, weil sonst vergesse ich das wieder. Ich kenne mich. So. Autos tunen. Einstellung speichern. So. Nach dem Namen müsst ihr im Übrigen nicht zwingend suchen. Einfach nach meinem Gamertag suchen, der ja oben immer zu sehen ist. Und ja, damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Servus.